Nein, du lebst noch! Du lebst noch! Morgen, Jungs. Hi. So, ich spiele jetzt nochmal die neue Version 081. Wir haben bis jetzt noch keine neue SCPs gesehen. Ich weiß nicht, sollen wir mal auf YouTube probieren? Ja. Und ich will das nochmal sehen. Ach, Mann. Das Intro ist langweilig. Ja, aber ich möchte nochmal den paar Szenen... an dem dieser Mann da hingeht, zu dem SCP und dann genecksnappt wird. Das wäre cool, wenn man das mal sehen würde. Aber solange es ja einer anschaut, bewegt es sich nicht. Dann müsste es irgendwie einen Workaround geben. 9341 ist noch die alte Nummer. Man muss sagen, genecksnappt zu werden ist nicht so qualvoll wie Pocket Dimension. Pocket Dimension. Folterst dich. Aber ich würde lieber dem Larry begegnen, dem Red Larry, Radical Larry, als dem SCP-173. Ja. Da hätte ich nämlich so die Panik, weil das so paranormal ausschaut. Vor allem wie es sich bewegt. Ja. Da müsste ich ja dann die ganze Zeit noch hinschauen und das schaut ja schon so assi aus. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Und die Bewegung haben sie jetzt auf jeden Fall verbessert. Ja. Die schauen um einiges smoother aus. Aber was würdest, wem würdest du lieber begegnen? Dem 96er oder dem? Bei 96 ist auch schon ein bisschen ass. Ja, 96 macht ja nicht, solange du nicht sein Gesicht anschaust. Ja. Das können wir eigentlich als Question of the Day fragen. Welchem ihr lieber begegnen würdet. Könnten wir. Willst du fragen? Dann machen wir das doch mal. Welchem SCP würdet ihr, wenn ihr die Wahl hättet, am liebsten begegnen? Oder auch am wenigsten liebsten? Ich würde es am wenigsten liebsten. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare. Macht mir auch schon mal nicht mehr. Wow! Okay, das war ein Ambient Noise. Ja, aber. Ich dachte, da geht gerade ein bisschen. Da ist drin. Ja, da steht der Weg. Die Frage ist, wie lang? Ja, wenn du jetzt geht's jetzt nicht mehr. Und los. Oh. Ich steh nicht mal. Do it! Was ist er? Da! Achtung! Ja, das ist ein bisschen. Ah, stell dir vor, du wärst in diesem. Bei diesem Sarkophag. Eigentlich auch ein schlimmer Gedanke, wenn du dir vorstellst, dass es rauskommt. Ja, aber da passiert ja eigentlich. Ja, okay, nichts. Im Spiel, aber stell dir vor, du wärst in echt in so einem dunklen Treppenhaus, sag ich mal. Ein Sarg wartet. Gibt es so einen Aufstuhl-Prank, wo dann so ein Sarg im, im Aufzug drin ist und dann rauskommt? Ich hab's gehört. Wir legen gerade an. Er arbeitet immer mehr mit Sounds. Erst diese Rohre, jetzt dann diese. Ja, das ist lecker atmosphärisch. Genau, ja. Diese Radiatoren. Radiatoren sind was anderes. Echt? Ja. Komm ich rein. Das ist blöd. Ich bin
ein Radiator ist ein bisschen cooler. Ne? Ja. Das war ganz freie Lüftung, denke ich mal. Das offen, was hat das zu bedeuten? Dass du genecksnappt wirst. Der macht Sound, aber bewegt sich nicht. Ah, das ist ein Fehler. Im Spiel, jetzt pass auf, dass er nicht wieder. Der kam immer runter, wenn man einen neuen Raum betreten hat. Oder? Also bei mir vorhin. Angenehmes Geräusch. Naja. Ein ewig langer Gang. Gestern. Ja. Ganz schön blurry. Ha. Habt ihr nicht gesehen. Das ist so fies, diese Schalter. Also ich finde es nicht angenehm. Büro. In der Cafeteria. Ja, vielleicht. Die Cafeteria ist dann wahrscheinlich in dem Bürokomplex sozusagen. Da ist er drin. Das hat man an der Kamera gesehen. Und hat auch. Steht anscheinend hinter der Tür. Die Tür ist übrigens offen. Shit. Dann schaust du hin. Weiß ich. So, was ist jetzt Waffen? Darum ist die Frage. Wenn ich umdrehe, dann kommt er. Da war offen. Ich hab zugemacht. Aber der Ton war echt komisch. Nein! Wir können da reinlocken. Oder ist weg? Stamina. Oh, Arschloch. Der ist weg. Ja, aber der bewegt sich doch durch die Rüstungsschächte. So, das ist ja ein Zeichen dafür. Was denn? Das wäre jetzt nicht so, wenn man jetzt einen Teil von dem da sehen könnte. Ja. Müsst ihr mir vorstellen. Wird das durchs Blinzeln ausgelöst vielleicht? Keine Ahnung. Ganz koscher ist mir das nicht. Ich mag dieses Geräusch von SCP-914. Das kann nicht weit weg sein, bilde ich mir ein. So. Komm langsam zurück in Richtung Zivilisation. Passiert eigentlich immer nur dann was, wenn man in den neuen Raum geht, gell? Ja. Wenn du durch Räume gehst, in denen du schon warst, passiert so gut wie nie was. Ja, vielleicht sind das einmalige Events. Ja, wenn du so einen Raum hast,
in dem SCP-106 auftauchen kann, passiert es nur einmal. Wenn du so einen Raum hast, wo das Licht ausgeht und SCP-173 auftaucht, passiert es auch nur einmal. Das wird halt einmal getriggert und dann ist es weg. Die Frage ist, von wo kommen wir her? Kacke! Da waren wir vorhin schon mal. Wir sind nicht reingekommen. Oder sind reingekommen. Das war doch richtig surround. Merk dir das mal im Weg hier. Leg ein bisschen hin, oder? Ich muss wieder von hier. Ich nehme mal an, dass ich von da herkomme. Ah, perfekt. Das hier und das hier. Very fine. Dann probier es jetzt zuerst mit der Level 1 Karte. Oh, fine. Ja. Und wenn ich schaffe, zwei Level 3 Karten zu machen, mache ich eine Very fine. Das ist zwar jetzt etwas zeitaufwendig, aber. Man muss es einmal herausfinden. Für die Zukunft. Weil mich interessiert, ob man aus einer Level 3 Karte zumindest noch eine Karte machen kann. So, Level 2. Das scheint schon mal halbwegs zuverlässig zu funktionieren. Welche war es jetzt? Spielt keine Rolle. Glaube ich aber schon. Vielleicht hat jede Karte so einen Kontingent, sag ich mal, dass du es in eine bestimmte Anzahl von Leveln hochleveln kannst. Also. Ich meine, wenn du jetzt hier eine Level 3 Karte hast, ist die komplett gleichwertig mit einer, die du finden würdest. Ja, wir haben weder einen Beweis für das eine noch fürs andere. Ich glaube nicht, dass der das so umständlich programmiert hat. Naja, aber vorhin ist die, wo ich Level 1 zu Level 2 gemacht habe und die dann nochmal mit Feind gemacht habe. So, wir haben zwei Level 3 Karten. Gut gegangen. Junge. Very fine? Egal. Oder fine? Wir wollen es einmal ausprobieren. Ich habe ja vorhin schon fine probiert. Ich meine, das kann doch jetzt Zufall gewesen sein, aber. Mit einer Level 3 bin ich eigentlich zufrieden, okay. Und dann probier es nicht nochmal. Level 3 heißt zumindest, dass wir im Heavy Containment Bereich kommen. Warum läufst du da lang? Weil ich glaube ich noch eine Kreuzung ausgelassen habe. Aber von da kommen wir her. Wir hätten vielleicht in den neuen Bereich da mal gehen sollen. Hast vielleicht recht. Da kommen wir hin. Weil er jetzt, wenn man jetzt in jedem Raum sterben kann, irgendwie. Ja. Alles gut. Also langsam nichts. Ich nehme immer noch an, dass in den Räumen nichts passiert. Musst du wissen. Das ist sehr optimistisch. Wollen wir da schon? Warum gehst du da rein? Irgendwie symbolisieren, dass der permanent irgendwie auftauchen kann. Weil es blinkt immer nur kurz auf. Weißt du eigentlich jetzt noch, wo du hin musst? Da war ich da.
Es könnte aber auch sein, dass wenn du den Navigator offen hast, dass für diese Zeit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der auftaucht. Meinst du? Aber warum? Boah, Mossberg, verdammt. Warum sollte der das so programmieren? Damit nicht die ganze Zeit so rumläuft. Das war gerade ein Bilderbuch-Mausbug. Weil das so richtig smooth war. Mein Lieblingswort ist smooth. Die Animations. Da müssen wir jetzt hin, gell? Da war dieser total angegangen. Ging es da am Ende eigentlich in diese Dark Zone? Ich weiß nicht, du hast mich voll verwirrt. Ah, jetzt sind wir. Ja, von da sind wir. Ja, da müssen wir hin, ne? Was war da? Der ist, Dings war ich schon. Okay. Konverter. Alles klar. Da war nichts, ne? Ne, da war das lange. Da waren wir noch nicht. Das heißt, wir müssen hier hin. Da gibt's Money. So. Ein bisschen eindeutiger. Ich check das jetzt nämlich hier erstmal ab. Oh. Ach, das ist das. Da ging. Ja, komm, dann lass halt bitte da reingehen. Ja, was war da? Ist ja egal, dass wir jetzt endlich mal in den dunklen Bereich kommen. Der ist bestimmt auch neu designt. Gibt's ja keine Tür? Ja. Ich fühle mich irgendwie sicher. Ah, da ist so ein Catwalk. Ja. Ah, nee, doch nicht. Phew. Kein Walk. So, was gibt's hier? Was? Da läuft ein Kreis lang. Ja. Ente. Da war noch nicht. Das ist der einzige Raum, wo es noch was geben könnte. Haha, die Glocke. Kuhglocke. Hab ein neues SCP. Euclid. Bitte, lass aufmachen. Was sagt sie? Spending a Cubic-Meter Block auf Gelatin. Aha. Damit sie nicht läutet wahrscheinlich. Soundproofed, Climate Control. Du brauchst Earplugs und Noise Cancelling Earmuffs. Was sind Earmuffs? Kopfhörer wahrscheinlich. Ohrschützer. Also Ohrstöpsel und Ohrschützer brauchst du dafür. Rostige Kuhglocke. Was? Any noise produced by SCP-513 immediately induces strong anxiety in all sentient beings to hear it. Du kriegst da Paranoia davon, steht da. Ja. Du wirst, als ob du beobachtet wirst. Ach komm, geh einfach rein. Ja. Ich will Paranoia. Wollen wir es machen? Ja, bitte. Kommen wir da rein überhaupt? Ja. Alter. Fantastic. Huh? Oh. What the fuck? Guck doch mal raus. Und die Gelatine. Ja, da kommen wir weiter dann. Ist scheinbar noch intakt. Hier kannst du mal auf den Navigator bitte schauen, wo das jetzt ist. Sehen wir doch. Ach, dann hätten wir auch von da reinkommen können. Oder ist die Wand erst eingebrochen? Ich nehme sie. Ja. Use die mal. Sicher? Ja. Kann ich's mehr machen. Ah, okay. So. Boah, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Was? In dem Preview-Video hat man doch so eine dunkle Gestalt gesehen, wenn du so zur Seite geschaut hast. Vielleicht denken wir jetzt auch die ganze Zeit, dass da was steht und dann ist da gar nichts. So meine Vermutung. Stained note. Wow. God in heaven. Ich würde diese. Or hell. Diese Sauklaue. I think wall, the wall cracked or the floor. Seeing. Ah, das ist wahrscheinlich so einer, der auch die Glocke gehört hat.
jetzt wieder zurück. Nein, das ist nicht gut an der Stelle. Kommt der jetzt wirklich oder ist es eine Paranoia? Ja, ist aber nicht gut an der Stelle jetzt. Ja, ich kann aber fliegen. Wow, ah, das war die Paranoia. Alter, das war ja krank. Leichte Gänsehaut. Weiter weggehen? Ja. Wo ist denn da? Ich kann nur noch raus, was los war. Oh, bitte keinen Necksnap jetzt, ey. Ist er weg? Immer noch nicht. Jetzt weg. Boah, ein Arsch. Okay, Kuhglocke gesehen. Fehlt noch der Automat. Ich finde die Paranoia eigentlich ganz geil. Hat was. Diese Erscheinungen da. Und die kamen sich so plötzlich, dass ich erschrocken bin. Ja, ich habe so leichte Gänsehaut bekommen, als ich gesehen habe. Das sah wie so ein gestörtes Bild irgendwie aus. Ja, aber da ist doch was gelaufen, oder? So. Geschwebt. Viel mehr. Ich sag dir, nächstes Mal erschrecken wir, wenn es kommt. Hals oder ist der größer? Ja, der ist größer. Oder? Aber hallo. Oh shit. No! Macht jetzt ein Frog Splash. Der hat gerade so ein bisschen gesehen. Jetzt kann man hier auch gar nicht mehr richtig gut durchgucken. Das ist ja richtig vollgespritzt. Das finde ich besser so. Letztes Mal war es immer so schwebend in der Luft, dieses Blut. Da müssen wir kurz warten, glaube ich. Ja. Achtung. Ging die Tür immer zu? Keine Ahnung. Hä? Ah. Alles normal. Aber mehr Blut ist auf jeden Fall da. Chair. Generator. Jetzt brauche ich den Generator, genau. Dann müssen wir ihn anwerfen. Das Schreien von dir. Ja, jetzt. Wenn die Gestalt auftaucht. Ja, mal. Ja, normalerweise müssten die immer schlimmer werden, oder? Das wäre geil eigentlich. Schauen wir da hinein. Boah, mach's mal. Lieber nicht. Schade. Zombie-Arzt. Und der Ding geht nicht auf, Mann. Ah doch, der ist offen. Geiler Scheiß. Ja, der macht jetzt einen Vertical durch den Fahrstuhl. Ja. Kann der? Der fährt nicht, Mann. Ja. Blinzel und mach auf. Nur erst blinzeln, oder? Jetzt fahren wir. Na, jetzt schon immer, bevor die Tür zu ist, so. Okay, Achtung. Kein Vertical. So, jetzt fehlt noch der Getränkeautomat. Contain? Komm, machen wir mal. Vor allem gibt's halt noch eine Level 3 Karte. Heute ist aber schlimm nur mit dem Mausbug. Da gab es eine Level 3 Karte. Ah ja. Da, ja. Die können wir vielleicht nochmal
Wobei, da kommen wir nicht mehr hin. Nee, da kommen wir nicht mehr hin. Da will ich nicht mehr hin. Das ist komisch. Schade. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von der Doppel. Das war ja noch nicht so eine Halluzination. Ich geh schon mal in den Schalt, falls es gut. Bewegt sich hier zu leicht, ne? Ja. Das ist ja cool, der kreist so leicht. Ich sag, kippt. Level 4 ist das sogar. Du hast gerade gegrindet? Nee. Oh, doch. Der ist da unten irgendwo. Würde ich jetzt mal bauen. Dieser kleine Bastard. Am besten einfach raus. Das wird dauern. Hallo, müssen wir hin? Wow. Ach, du Scheiße. 096 ist in der Nähe vielleicht, ja. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ich hab nicht die geringste. Ich glaub da. Oder gegenüber. Warte, von da sind wir hergekommen, oder? Da, ja. Oder von da? Von da? Ach, von da sind wir hergekommen, Junge. Ich bin fast sicher. Da war man nicht. Ja. Naja, guck einfach mal rein, das sehen wir dann schon. Da war noch nichts. Dann kommen wir wieder. Mit da ist jemand, das muss ich wissen. Das hatte ich soeben vor. Die Else Note. Oder eine Batterie. So. Ja, und drüben tust du noch was anderes in die. Da haben wir auch schon. Da. Auch eine Batterie, so. Gut. So, wo gehen wir jetzt hin? Da rechts. Da kommen wir jetzt nicht mehr. Außer ein Next Never kommen noch. Da ist eine Sackgasse. Oh. Aber das bringt uns nichts. Nee, bringt. Zuerst den Elektriker. Den lasse ich offen. Das. So ein Ding haben wir schon mal in der Pocket Dimension gefunden. Nein, will ich nicht. So ein. Wieder mit dieser Ding oder was? Saugkarre. Ja. Ah, das kann ich nicht lesen, ey. Ach, schmeiß weg. Kack dein. Wer will, kann ja Pause drücken. So, der andere kann nicht auftauchen. Ja, aber wenn wir jetzt kratzen hören, dann. Ist eigentlich schon zu spät. Pill? Die ist gut, die Pill. Ja. Leute, die Glocke doch mal nochmal. Wie wär's denn damit? Vielleicht kommt der immer nur pro Leuten einmal. Alles okay? Ja. Ich hab nur gedacht, vielleicht nähert sich ja auch was. Ich glaub, du musst dich bewegen. Dass du das siehst. Gerade noch so gehört. Ach Mann, wir waren so gut. Schade, schade.
Ja, von der Kuhglocke bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Ja. Hätte ich mich nicht mehr vorgestellt. Weil ich habe auf der Wiki-Seite habe ich sowas gelesen, if you see it, he can... Oder if you see it, he can hear you, sowas, und if you ring it, he can touch you, oder sowas. Ja, es ist neu, ne? Also irgendwie ging aus dem Text davor, dass du sie nicht läuten solltest. Und wir haben nur mal so kurz ein bisschen was von irgendeiner Gestalt gesehen. Naja, egal. Ja. Vielleicht in der nächsten Version. Ja, aber Cafeteria, da war nichts. Wir haben zu lange uns in den anderen Bereichen aufgehalten. Hm. Ja, die Cafeteria scheint tiefer in dieser Heavy Containment Zone zu sein. Ich denke eher im Bürobereich, oder? Weil es passt. Ja, da kommen wir auch erst hin, wenn wir durch die Heavy Containment Zone durch sind. Ja, genau. Also es passt, denke ich, optisch so. Cafeteria, Büroräume, so optisch irgendwie besser. Na gut. Na gut, ja. Schauen wir mal, wann wir es schaffen. Ja. Fliege. Subscribe. Bis zum nächsten Mal. Subscribe nicht vergessen. Ja, das seht ihr ja aber da unten auch. Genau. Wisst ihr Bescheid. Ciao. Ciao. Morgen, Jungs. Outtakes. Das war zu gut, weil du morgen Jungs gesagt hast. Und ich habe morgen Jungs gesagt und wir sind so eine Schnute gemacht. Das war gut, das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Warte. Alles eingerenkt? Ja. Outtakes. Alles Outtakes. Okay, warte, ich hab's gleich. Morgen, Jungs. Das war lustig, war gerade so synchron. So. Ja, das war gut. Das hat mir die Grinserreste richtig durchgezogen. Okay. Ich dachte, das jedes Mal jetzt eine Minute. Bei einer Minute geht's los. Nein, da muss ich lachen. Morgen, Jungs. Hi. Hi. Sag Peace und sag ich wieder on the streets. Das ist cool. Ja, die können die Folgen schon gar nicht mehr unterscheiden, wenn wir jetzt mal gleich machen. Morgen, Jungs. Hi.